Aber eigentlich mit meinen zwei Vorstandskollegen abgemacht, wir gehen wandern. Und dann hat es mir noch gesagt, nein, du bist der Präsident, du musst noch herkommen und begrüßen. Ja, das ist etwas, was mir nicht liegt. Ja, grüezi, liebe Gäste, liebe Schüler. Hey, salut zusammen, gell? Wir gehen jetzt wandern, ich, Markus und Marlis. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Ja? Das ist nicht geübt worden, das wird jetzt improvisiert. Ja, wo das erfolgreiche Sarganserländer-Sozialjahr vor einem Jahr in den Kanton gegangen ist, da hat man im Sarganserland improvisiert und ein neues Brückenangebot aus dem Boden gestampft. Ohne Gelder von der öffentlichen Hand. Die drei hier haben sich mit anderen zusammen auf den Weg gemacht und eben das Angebot «Der Weg» kreiert. Jetzt ist der erste Kurs erfolgreich abgeschlossen worden. Ein steiniger Weg, nicht immer geradlinig. Aber auch Kurven haben es manchmal in sich. Gegenwind und Kurven gehören zusammen. Der Weg, ein neues Brückenangebot nach dem Sozialjahr. Markus Roth und Marlis Bisslin haben das ins Leben gerufen. Wie ist es jetzt gelaufen, so im ersten Jahr, Markus? Das erste Jahr ist gut gelaufen. Wir haben sehr viele Schüler gehabt, so viel wie wir wollen. Es sind noch zwei dazugekommen. Also ich meine, das erste Jahr ist erfolgreich. Es ist gut gegangen und es haben eigentlich alle eine Anschlusslösung gefunden. Und wie spielt sich das Schuljahr dann ab bei euch? Zuerst haben wir Schule bis zur Herbstferien, dann haben wir das erste Praktikum mit der Familie. Und dann haben wir nach dem Familienpraktikum kommen sie wieder in die Schule und dann gehen sie in ein Betriebspraktikum. Sprich, wir haben auch Söhnige, die im ersten Praktikum schon im Betriebspraktikum waren. Da sind wir relativ flexibel, je nachdem, was sie beruflich machen wollen. Und ihr seid ja beide auch noch bei der Berufsberatung tätig, in verschiedenen Funktionen. Also was bringt es das den Jugendlichen oder was bringt es der Region oder über die Region raus? Weißt du, so, nachdem das Sozialjahr ein bisschen weg ist und das ein bisschen ein BCP liegt und nicht mehr Privatinitiativen, was machen ihr denn anders da? Also wir sind einfach Ergänzung zu den bestehenden Brückenangeboten und natürlich das für die Sportler, das gibt es uns wirklich nie. Das hebt uns von den anderen ab. Und wir haben natürlich, weil wir so wenig Schüler haben, sehr viel Zeit oder nehmen uns Zeit für das Betreuen. Betreuung. Also bei uns ist Betreuung ist das Nummer eins vom ganzen Jahr. Und dass auch möglichst viel können schnuppern, sei es auch während der Familie oder während dem Betriebspraktikum, das ist eigentlich oberstes Ziel von unserem Jahr. Also ins Leben bringen heisst eben auch können Erfahrungen machen, sich etwas können zutrauen, oder? Nehme ich an, so. Ja, und vor allem Selbstvertrauen sammeln. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Das stellst du auch in deinem Bereich Berufsberatung fest, also Markus. Ja, die natürlich in der Berufsberatung in dieser Altersklasse sind, die brauchen eben viel Selbstvertrauen, die haben zu wenig. Und viele brauchen eben ein Brückenjahr, das könnte ja, halt reifen und nachher dann mit mehr Selbstvertrauen in die Berufswelt einsteigen. 5 Buben sind es und etwa 11 Mädchen. Also es spielt keine Rolle. Die Burschen sind auch ins Familienpraktikum gegangen und haben es eigentlich sehr gut gemacht. Und das Gleiche bei den Mädchen. Ich glaube, das spielt keine Rolle, ob Buben oder Mädchen. Braucht ihr immer etwas, um so etwas zu etablieren? Gell? Wie steht es jetzt im nächsten Jahr? Das ist eher noch schwierig. Also wir haben noch freie Plätze. Und für uns als Privatangebot, ja, heisst das natürlich, wir müssen noch schauen, dass wir noch Schüler bekommen. Da sind wir noch offen. Und ja, sind mal gespannt, wie es nach der Sommerferie ist. Was zahlt man denn überhaupt? Das ist bei euch. Das Schulgeld ist 4'000 Franken pro Jahr plus die Schreibegebühr. Und dann werdet ihr noch offen, also bis etwa 16 könnt ihr. Bis 16 ist unsere Grenze, damit wir einfach Betreuung auch gewährleisten können. Und gell, Marlis, muss man sagen, du bist wirklich ein Vollprofi, also im Vermitteln natürlich. Ja, nein, das kann man schon sagen. Du hast natürlich lange, lange Jahre immer wieder gemacht. Du kommst natürlich auch von der Berufserfahrung, von der Pike her, also kannst du natürlich auch ganz gut beraten. Und der Markus natürlich auch, oder, als Mitarbeiter bei der Berufsberatung. Ich denke, wir beide, was Coaching anbelangt, haben wir sicher auch viele Betriebe, die uns kennen, die uns auch entgegenkommen, wenn wir einmal etwas suchen und uns auch einem Jugendlichen Chance geben, um einmal zu schnuppern. Vielleicht auch nachher für das Praktikum, vor allem für das Betriebspraktikum. Ich frage jetzt dich. Wir zwei sind beide nicht ganz so Diplomaten wie der Markus. Also, weißt, ihr seid eine private Institution, das heisst, ihr müsst um Schüler auch irgendwie kämpfen, gell? Bei einer Berufsschule, bei einem BCB laufen die einfach so ein bisschen rein. Also, wie wichtig sind so private Angebote? Was denkst du so? Also? Ich denke, die wird es weiterhin brauchen, weil ich meine, es gibt immer mehr Schüler mit einem speziellen Betreuungsbedarf. Und der wird sich eher erhöhen, wie niedriger werden. Warum bist jetzt du daher gekommen? Also bei mir war es so, dass ich die Fachmittelschulprüfung zuerst nicht bestanden habe. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Dann sind wir auf das Zwischenjahr gekommen und dann bin ich hier hin, habe die Prüfung im Herbst nochmal gemacht und habe sie bestanden.
Und ich habe das Jahr einfach genutzt, um ganz viele Erfahrungen zu sammeln. Und ja, ich bin mega stolz darauf, dass ich es gemacht habe und geschafft habe und dass ich jetzt da bin. Woher kommst du denn? Vom Dialekt her gab es nicht von da, oder? Nein, ich komme von Rebstein, aus dem Rheintal. Und du bist extra da hochgefahren? Ja, jeden Tag mit dem Zug. Und Kanti, du gehst jetzt aber noch auf Herbruck, oder? Ja, auf Herbruck, genau. Was machst du nachher? Mein Ziel ist, zum Lehrerin werden. Gell, ist manchmal einfach noch schwierig für Meitli, zuerst jemanden unterzukommen. Da braucht ein bisschen Mut, da braucht Selbstvertrauen. Ja, also das ist sicher ein Punkt Selbstvertrauen. Ich bin am Anfang mega schüchtern gekommen. Und ja, ich bin jetzt stärker rausgekommen und mein Selbstvertrauen ist sicher grösser geworden. Jetzt bist du psychologisch, das ist etwas Spezielles, um hier noch zu unterrichten? Ja, das ist schon speziell. Also das geht darum, dass sie in den Praktiken eben in Familie gehen und eventuell in einen Pflegedienst oder so. Und dann sind das psychologische Fragen und das ist natürlich wichtig, dass auch etwas Psychologisches gehören. Aber speziell, das hat man nicht so in diesen Schulen. So. Der Umgang, damit sie wissen, wo sie reinkommen, in welches Umfeld. Genau, genau. Wie es umgehen mit Kindern, mit Erwachsenen, in Konfliktsituationen und so. Das ist eigentlich mein... Ich eigentlich unterrichte, ja. Ich sie nicht begleiten, ich unterrichte. Und das geratet ihr gut oder ist es schwierig? Das geratet sehr gut. Es sind jetzt natürlich weniger. Im Sozialjahr waren es über 30. Ja. Am letzten Tag hatte ich einmal 30. Und da waren es jetzt noch 11 gestern. Aber es ist schön. Aber du lächelst, das ist für dich auch eine Befriedigung. Gell? Ich finde das, find's Jugendliche sowieso spannend. Ich habe gerne Jugendliche, das ist halt schon so. For I am yours, and you.